Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Moonlighter. Wir sind immer noch der quirlige kleine Händler. Ja, ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe. Also hier können wir unsere Dekoration hinmachen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch nur unsere Sachen hier noch zu Ende dekoriert. Ich habe einen Blattbogen, ein Blattschild und Schwert, ein normales Schwert und hier diese komischen Fäuste. Die ganze Rüstung besteht jetzt aus diesem Blattwerk. Wir haben 5 Heiltränke. So sieht der Kleine jetzt aus. Wenn ich die Rüstung wegmache, sieht man, was sich da verändert hat. Und ich würde ganz gerne noch was kaufen. Die habe ich mir jetzt alle geholt. Und zwar würde ich mir gerne die nächste Erweiterung holen und nochmal ein Bett. Und dann gucken wir mal, wie weit es noch reicht, das Geld. Ja, darf ich nicht. Ich habe doch so viel Geld, oder bin ich doof? Ich muss erst den Dungeon schaffen. Vorher darf ich es nicht erweitern. Schade. Ja, dann holen wir uns ein besseres Bett. Und die Kasse noch. So, und dann gucken wir hier unten nochmal, ob der noch neues Deko-Zeug hat. Das haben wir ja alles gekauft. Ah, guck mal hier, Wüste. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben. Okay, aber wir sind ja noch nicht im dritten Dungeon, deswegen will ich das noch nicht holen. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir dann zum Endgegner. Ich hoffe, ich schaff's bis dahin, weil der ist immer noch voll schwer, der Dungeon. Ich habe noch eine Aufgabe hier. 5 Gefäße und 5-mal so eine Orangen-Waldfrüchte. Darf ich auch nicht aus den Augen verlieren, weil manchmal bin ich die ganze Zeit im Dungeon und dann vergesse ich meinen Laden zu öffnen und dann gehen diese Sachen verloren. Geht's. Da ist noch ein Toter, den nehmen wir mit. Cool, Felsengroßschwert. Und das macht sogar Windfähigkeiten. Kann betäuben, wirklich. Damit lässt sich nichts in Stücke schneiden, aber man kann damit prima Feinde erschlagen. Oh, cool. Das sieht gut aus. Das mit diesen Handschuhen, weil die sind richtig cool. Der ist sehr schnell unterwegs und du kannst dann echt schnell hinter Gegnern gehen und die dann verdreschen. Zweite Ebene. Normalerweise
Okay, da geht's nicht lang. Ich möchte jetzt eigentlich so schnell wie möglich den richtigen Weg finden. Und mich gar nicht hier so lange mit den Leuten hier beschäftigen. Hallo. Weißt du, ich bin hier 85.000 Mal in dem Dungeon und ich habe niemals so ein Schwert bekommen und jetzt kriege ich gleich zwei Stück. Geht's noch? Wir können ja so ein bisschen stacken, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und ich gehe nochmal zurück und heile mich nochmal. Weil die dritte Ebene ist, wie gesagt, echt heftig. Na. Ey, das gibt's doch nicht. Kann ich nochmal da runter gehen? Was noch? So. Oh, geh weg. Scheiße, das ist echt blöd, da muss man voll aufpassen. Und da kann ich wirklich alles vergiften. Jeder Typ da kann ich vergiften. Hier haben wir jetzt auch andere Melodie, andere Soundtrack. So. So, schön aufpassen, dass ich hier Pilz des Todes nicht bekomme. Die Sachen verkaufe ich jetzt alles, weil es gibt Cola. Und wir brauchen echt viel Geld, um unsere Ausrüstung zu machen, um uns Dekorationen kaufen zu können, um Heiltrink habe ich mir glaube ich noch gar nicht gekauft. Die habe ich bis jetzt immer gefunden, Gott sei Dank. Und am besten ist es, wenn die Kisten falsche Kisten sind und nicht angreifen, weil die haben unglaublich viele Heiltränke immer dabei. Als ob der mich noch erwischt hätte. So, hier hat's geglitzert. Das kann ich wegmachen. Genauso wie das hier. Den Gegner kriegen wir ja auch noch Zeug. Das muss ich dann auch mal gucken, was ich denn mir alles mitnehme. Ich bräuchte unbedingt einen größeren Beutel, aber den. Ja. Ich guck mir nur kurz an, was diese Fragezeichen sind. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, das können wir knicken. Und wie soll ich jetzt an die rankommen? Ich kann mich in meinen. Toll. Verkackt.
ist alles nichts. Das ist ja fies. Wir haben zwei Heiltränke verbraucht. So wird es mit dem Endgegner nichts. Wenn ich schon in der dritten Ebene völlig hinüber bin. Na, wenn wir gleich mal links gegangen, ne? Ich wollte es eigentlich lesen. Ich kann einfach keine alte Knolle in Holz- oder Eisenkisten finden. Vermutlich muss ich Goldkisten finden. Die gibt es aber nur in Kammern voller Artefakte. Da war was voll Cooles, was ich nicht kenne. Ich krieg die Krise. Alles weg. Boah, ich kann nicht abkotzen. Entschuldigung. Dann haben wir jetzt nochmal 100 extra Leben. Hey. Ja, 100 extra Leben im ersten Ding schon verballert. Die Krise. Habe ich mir eigentlich nicht vorgestellt. Normalerweise komme ich hier besser durch. Ein Bogen, aber nur ein einfacher. Besser als nichts.
Vielleicht sehen wir uns dann auch erst vom Endgegner wieder. Weil gerade ist es echt. Ich glaube nicht, dass ich bei der Runde jetzt es schaffe, zum Endgegner zu kommen. Schauen wir mal. So, ich habe es jetzt endlich geschafft. Das ist hier der Eingang zum Boss. Ich habe leider ein bisschen Leben verloren, aber ich musste keinen Heiltrank benutzen. Und dann schauen wir uns den doch mal an. Ich meine, wie schlimm kann es werden? Fleischfraß. Mutter. Okay. Es ist sehr schlimm. Sehr schön. Scheiße. Ja, genau. Und die schlägt auf ihre eigene. Was mir auch nichts bringt, weil ich gleich tot bin. Gott, Alter. Der zweite Schlüssel. Okay, erstmal. Oh nein, das krieg ich. Oh, ich dachte schon, ich krieg das, ne? Und was gibt's hier für coole Sachen? Da bin ich aber echt ein bisschen enttäuscht gerade. Okay, ich bin von dem Schatz, ehrlich gesagt, total enttäuscht. Das war's nicht wert. Ich hau hier noch ein bisschen was kaputt. Ansonsten gibt's nur... Hä? Das war ein Bug, oder? Ziemlich gruselig. Ansonsten gibt's hier echt nichts. Okay, das ist ernüchternd und ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben den zweiten Schlüssel. Und der dritte Dungeon wird auch verschlossen. Junge!
Erst besiegst du den Golemkönig und jetzt den Waldwächter? Du riskierst zu viel. Willst du, dass mir das Herz stehen bleibt? Dein Großvater wäre zu Tode besorgt, wenn er noch hier wäre. Besorgt und vermutlich auch unheimlich stolz. Ich kann ihn fast schon hören. Das ist mein Enkel. Er ist Händler, aber erledigt eigenhändig Wächter. Unglaublich, oder? Dieser Mann war genauso anstrengend, wie du jetzt bist. Ach, die Stadt hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Und zwar, dass der Wüstendungeon jetzt für jedermann geöffnet ist. Dummköpfe, wir haben die Dungeons aus gutem Grund versperrt. Außerdem gibt es eine neue Ladenerweiterung am schwarzen Brett. Das wird dich hoffentlich beschäftigen und von Wächtern fernhalten. Aber ich muss sagen, dein Laden hat sich ganz gut gemacht. Bald ist er wieder genauso geschäftigt, wie er früher einmal war. Yes, Wüstendungeon, wir kommen. Bist du der berüchtigte Händler, der die Wächter besiegt und die Dungeons geöffnet hat? Wir sind extra aus Rinoka hierher gekommen, um dich zu sehen. Aha, ich bin ein Stadtgespräch, voll geil. Was können wir investieren? Bankier, du willst dein Geld für dich arbeiten lassen? Dann gib es in meine Hände und ich lasse es für dich auf Bäumen wachsen. Gezeichnet der Bankier. Okay. Ich will eigentlich das da erstmal machen. Ja. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich habe mich wirklich angestrengt. Schauen wir mal. Ich kann Pfeilchen. Nee, ich habe einen Mitarbeiter. Was? Ich habe einen Mitarbeiter, wie geil. Entschuldigung. Aber das habe ich jetzt vergeigt. Weil ich den Laden nicht geöffnet habe. 30.000 sind mir jetzt... Den Jordan in... Oh, cool. Guckt euch das an. Okay, wir müssen jetzt erstmal schlafen, damit es hell wird, damit ich mir das hier in Ruhe angucken kann. Guckt euch mal ein luxuriöses Bett an. Alter Falter. Hier habe ich alles voll.